Hier ein konkretes Beispiel zu Tangente und Tangentialebene im dreidimensionalen Raum. Angegeben wird diese Funktion f mit den zwei Variablen x, y. Der Graph dieser Funktion sieht so aus. Angegeben wird auch die Abszisse und die Ordinate von einem Grafikpunkt p. Das entsprechende Lot erhalten wir, indem wir hier drin x durch die angegebene Abszisse ein halbes ersetzen und y durch die angegebene Ordinate ein Viertel ersetzen. So erhalten wir also einen Punkt p, der sich auf dem Graph der Funktion befindet. Was wir suchen, ist die Ebene, die tangent zum Graph der Funktion ist und den Punkt p enthält. Die kartesische Gleichung dieser Ebene schreibt sich so. Hier drin werden wir also x0 ersetzen durch ein halbes, y0 ersetzen durch ein Viertel und z0 ersetzen durch drei Viertel. Dieser Koeffizient, das ist die partielle Ableitung von f nach der Variablen x, und diese partielle Ableitung wird dann ausgedrückt mit ein halbes, ein Viertel. Also müssen wir zuerst diese Funktion partiell ableiten nach der Variablen x, indem man y als konstante Zahl betrachtet. Diese partielle Ableitung ergibt dann minus 3x² minus 0. Wenn y konstant ist, dann ist 2y² ebenfalls konstant und die Ableitung dieser Konstanten ist 0 und die Ableitung der Konstanten 1 ist auch 0. Diese partielle Ableitung von f nach der Variablen x ist also minus 3x². Und hier drin werden wir das x durch ein halbes ersetzen. So erhalten wir minus 3 Viertel. Das heißt, dieser Bruch ist gleich zu minus 3 Viertel. Jetzt noch die partielle Ableitung von f nach der Variablen y. Wir leiten also dieses Trinom nach y ab, indem wir x als konstante Zahl betrachten. Wir finden also Ableitung von minus x hoch 3, das ist 0. X ist ja konstant, also ist minus x hoch 3 auch konstant. Minus die Ableitung von 2y² ist 4y, also minus 4y, plus die Ableitung der Konstanten 1, das heißt plus 0. Wenn wir hier drin y durch ein Viertel ersetzen, so erhalten wir minus 1. Diese Vorzahl ist also minus 1. So erhalten wir diese kartesische Gleichung, die man noch etwas einfacher schreiben kann. Das hier ist also die kartesische Gleichung von dieser Tangentialebene zum Graphen der Funktion an diesem Punkt p. Wir beobachten, ob diese Ebene wirklich tangent zum Graph am Punkt p ist. Sieht so aus, ist auch richtig. Jetzt betrachten wir diese vertikale Ebene Alpha x, die ist vertikal, sie ist parallel zur x-Achse und sie hat als kartesische Gleichung y gleich ein Viertel. Der Schnitt von dieser Ebene mit dem Graph der Funktion, das ist diese Kurve. Und was wir jetzt suchen, ist die Tangente zu dieser Kurve, die den Punkt p enthält und das Ganze in dieser vertikalen Ebene. Diese Tangente ist selbstverständlich die Schnittmenge von dieser blauen Ebene und von dieser Magenta-Tangentialebene. Beobachten wir das? Diese Tangente ist effektiv der Schnitt der blauen vertikalen Ebene und dieser Magenta-Tangentialebene. Also können wir diese rote Tangente beschreiben anhand
der kartesischen Gleichung der Magenta-Tangentialebene und der kartesischen Gleichung von dieser blauen Ebene. Jetzt machen wir das wieder weg und betrachten jetzt diese vertikale Ebene, die parallel zur y-Achse ist. Ihre kartesische Gleichung ist x gleich 1 halbes. Der Schnitt dieser Ebene mit dem grünen Graph, das ist diese Kurve. Und in dieser vertikalen Ebene suchen wir jetzt die Tangente zu dieser Kurve, die den Punkt P enthält. Wir suchen also diese Gerade. Und selbstverständlich ist diese Tangente der Schnitt von dieser blauen Ebene mit der Magenta-Tangentialebene. Beobachten wir das? Diese Tangente ist effektiv der Schnitt von der Magenta-Tangentialebene und von dieser blauen vertikalen Ebene. Also können wir diese Tangente beschreiben durch die kartesische Gleichung der Magenta-Tangentialebene und die kartesische Gleichung von dieser blauen vertikalen Ebene. Betrachten wir jetzt nochmal in der Animation diese zwei Tangenten und die Tangentialebene. Und die Übung ist beendet.